So, liebe Freunde, wir sind heute im Schwarzwald und zwar genau in Bad Wildbad. Wir sind heute Morgen schon ziemlich früh um 7.30 Uhr, gell? Ja, so ungefähr. Ja, wie ihr seht, ist der Joschi heute wieder dabei. Wir wollen hier mal eine kleine Wanderung machen. Und zwar nennt sich die Wandertour über den Hähen des Rennbachtals. Und zwar habe ich mir die Tour über Autoaktiv runtergeladen. Es ist schon schön kalt hier. Wir haben uns hier einen schönen Platz rausgesucht hier. Hinter uns ist ein kleiner Schneemann. Den zeigen wir mal kurz. Schauen so halbwegs drauf. Wie viel Grad haben wir eigentlich? 6,5. Minus 6,5 Grad, ja. Okay. Ich glaube, es gibt auch hier dann einiges zu sehen auf unserer Tour. Ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen. Wir werden jetzt mal weitermachen. Du, Joschi, hilf mir wieder beim Filmen, gell? Ja. Ja. Hat auch so einiges Equipment dabei. Und da schauen wir mal. Ne? Jetzt geht es für uns mal hier den Berg hoch. Wir haben jetzt erstmal ein paar Höhenmeter zurückzulegen. Und auf geht's. Freunde, jetzt sind wir aber ein bisschen außer Atem. Und zwar die Treppe, wo wir jetzt hochgelaufen sind. Das waren einige Stufen. Mehr geplant als gedacht. Ja, wie ihr seht, das war die Himmelsleiter. Noch mal kurz hier eine. Ich gehe auf die Seite. Ja, kleiner Rundumschwung noch mal kurz. Wir gucken jetzt erstmal, wo unser Weg weitergeht. Noch mal kurz durchschnaufen. Da oben war auch ein Parkplatz. Jawohl. Jetzt geht es langsam aus Bad Wildbad raus. Die Paulinenhöhe. Genau. Wir wandern weiter. Wir müssen wieder dem blauen Symbol folgen. Ah, der Joschi, der steht schön im Schnee drin, gell? Ja. Schön tief hier. Ja, hier nochmal ein Blick zurück. Der Punkt da vorne, wo wir jetzt um die Kurve gelaufen sind, der nennt sich die Hohe Dohle. Da sind wir jetzt von der Paulinenhöhe so circa 1,5 Kilometer hochgelaufen. Ja, und eine Höhe haben wir jetzt ungefähr von so circa 650 Meter. Haben wir jetzt schon fast 200 Höhenmeter zurückgelegt. Oder ein bisschen weniger, so genau weiß ich es nicht, weil ich auf dem Startpunkt nicht genau drauf geguckt habe. Thank you.
So, jetzt sind wir am Wildbacher Kopf angekommen. Gell, Joschi? Ja. Höhenmeter haben wir, da oben steht es, glaube ich, ganz 705. Klar. 705. Ach ja, wir wollten noch was sagen, und zwar ist unsere letzte Tour für 2017. Ja, den wieviel da haben wir heute? 29. 29. Ja, also kurz vor Silvester. Aber eine wunderschöne Abschlusstour. Und wir machen jetzt weiter Richtung, wo geht's weiter? Gucken wir noch am Schild. Soldatenbrunnenhütte. Was war das nochmal, Joschi? Soldatenbrunnenhütte. Okay. 3 Kilometer noch. Gut, die schaffen wir noch. Dann machen wir wahrscheinlich Mittagspause, oder? Ja. Also. So, ich will mal jetzt hier hochgehen. Ich weiß nicht, was das umwelt mit dem Schneebefreund. Das müsste eigentlich ein historischer Grenzstein sein, ja. Das ist er auch. Machen wir mal wieder mit Schnee frei. Er ist nämlich auf unserer Karte eingezeichnet. Ein historischer Grenzstein, was für eine Grenze, weiß ich jetzt aber nicht. Müssen wir mal nachschauen. Vielleicht blenden wir es noch rein dann. Jedenfalls ein historischer Grenzstein. Da oben ist noch eine Zahl. 1558. Was steht da hier? 1558. 1558, okay. Da oben über die Zahl steht da noch was. Naja. Egal, wir machen weiter. Ja, die Rennbachschneise haben auch passiert. Hier liegt ordentlich Schnee und wirklich heute wieder ein schöner Tag, das haben wir gut erwischt. Ja, der Joschi, der hat vorhin was auf dem Handy gesehen. Danach sieht es jetzt absolut nicht aus. Joschi, was hast du da gesehen? Noah? Ja, dass hier bald Tauwetter kommt, aber das kommt erst um 3 Uhr nachts. Okay, also bis jetzt sieht es da absolut nicht aus, aber die haben es schon rausgegeben und das Gebiet hier war rot markiert, gell? Ja. Wir haben jedenfalls super Wetter im Moment. Jetzt geht es ein bisschen schwerer voran. Hier sind langsam die Spuren zugeschneit. Die Autospuren. Da haben wir ein bisschen mehr Anstrengung jetzt. Aber Joschi, es geht noch, oder? Ja. Ja. Wir folgen der gelben Raute. Der Joschi hat hier auch Spuren entdeckt. Wildschwein oder so, oder? Ja, Wildschwein müsste es eigentlich sein. Das kann auch Reh sein. Oder Reh, ja. Ja, glaube ich eher vielleicht. Wisst ihr, guck mal, da hinten haben wir schon die Hütte. Ah, sehr gut. Da kommt jetzt unsere Mittagspause, gell? Ach ja. Tour durch den tiefen Schnee. Ja. Es ist auch wieder alles gut zugeschneit, gell? Ja. Hat schon lange keine Pause gemacht. Ja. So, okay.
jetzt sind wir angekommen an der Soldatenbrunnenhütte. Hier haben wir 800 Höhenmeter, gell, Joschi? Ja. Ja. Ja, was Warmes brauchen wir jetzt auch. Der Joschi macht sich vegetarische Raviolis, gell? Ja. Weil der Joschi ist Vegetarier. Da gibt es heute mal was ohne Wurst und Fleisch, gell? Ganz wie bei Radtour im Sommer. Ja, genau. Upsa. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Sommerberg. 4,5 Kilometer. Ja. Geben wir ein bisschen Gas, ne? Ja. Und weiter geht's durch den tiefen Schnee. Ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen erlöst. Hier kommen wieder Spuren, wie es aussieht. Da müssen wir jetzt mal nehmen durch den tiefen Schnee. Sommerberg, noch 1,7 Kilometer. So, jetzt sind wir mal eine ganze Weile hier gelaufen, gell Joschi? Ja. Jetzt sind wir an der Wegkreuzung hier angekommen, da ist wieder ein bisschen mehr los. Und hier müssen wir jetzt auch weiter, da sind wir gleich an der Saustallhütte, heißt sie. Und dann geht es zum Sommerberg weiter. Genau. Hier ist die Saustallhütte. Ja, hier ist jetzt gleich eine Menge mehr los. Kein tiefer Schnee mehr, dafür mehr Leute. So, wir sind jetzt hier am Sommerberg angekommen. Hier ist gut was los. Ski und Rodel gut. Und ganz da hinten sehen wir den Baumwipfelpfad. Da werden wir jetzt nochmal hingehen, Joschi, oder? Ja. Dann gucken wir mal.
Skilift ist auch hier. So, Joshi, da ist der Baumwipfelpfad, ne? Ja. Gehen wir vielleicht nochmal neu mehr, gucken wir mal, ne? Ja, endlich, wir haben es geschafft, der Eingang vom Baumwipfelpfad. Geht's gut runter, oder? Ja. Da will man nicht sein. Der kleine Unterschied: Baumarten bestimmen. Das ist Kerbe. Ja. Also das ist Buche hier. Nee, das ist nicht. Das. Das war jetzt ein schönes Stück gegangen hier auf den Stegen zwischen den Bäumen. Und jetzt geht's hier diesen Turm hoch noch. Zurück kann man dann hier auch rutschen für 2 Euro extra. Ja. Okay, mal jetzt haben wir weiter. Ja, wir sind jetzt ganz oben hier am Baumwipfelpfad angekommen. Hier geht wirklich ein schönes Lüftchen, aber die Aussicht ist super. Sieht gerade, gell? Da hinten ist die Richtung Norden. Ja. Da hinten ist ja auch. Was ist hier oder da hinten? So, jetzt sind wir endlich unten angekommen. Ja, da oben ist verdammt windig gewesen. Wir haben eiskalte Hände jetzt. Und der Joshi hat jetzt auch mal geguckt, wie hoch der Turm ist, gell? Ja. Wie hoch ist er? Der ist 40 Meter hoch. Also 40 Meter hoch, ja. Das dauert schon eine Weile, bis man da oben ist, ja. Das
das muss man ja auch recht in die Höhe. Von Berg jetzt, wo wir gerade sind. Genau, ja. Und. Okay. Aber für uns jetzt auch ist es hier ein bisschen zu viel Trubel. Wir machen weiter, gell? Ja. So, an dieser Wegkreuzung kann man da hochlaufen, da kann man wieder Bergbahn runterfahren. Aber wir laufen jetzt hier den Weg runter. Ja, hier fährt nochmal die Bergbahn. Da hätte man nicht runterfahren können. Wir haben es uns aber nicht ganz so einfach gemacht, oder Joschi? Wir sind hier diesen Weg runtergelaufen. Da kommen auch noch Leute runter. Das macht mich ziehen. Ja, Freunde, es war jetzt wieder ein etwas schwieriger Abstieg. Eigentlich so, wie wir angefangen haben, auch wieder so. Eine Treppe, wo wir runter sind, ja. Aber noch ein bisschen länger, hat nämlich eine halbe Stunde gedauert, oder Joschi? Aber jetzt sind wir hier am Ende. Das war unsere Tour. Wie hat sie geheißen? Über den Dächern von Rennbachtal. Also, nee, Rennbachtal, gell? Rennbachtal, ja. Also wir verabschieden uns jetzt von euch und bis zum nächsten Mal, ja? Okay. Allah. Mhm.